Und damit herzlich willkommen hier beim Suhrkamp Espresso. Vier Bücher, obwohl heute sind es ein paar mehr, zu einem Thema. Und das Thema heute sind Briefe. Briefwechsel. Und wir beginnen unseren Briefreigen mit einem wirklich sehr, sehr, sehr mächtigen Werk. Und zwar Marcel Proust, Briefe 1879 bis 1922. Frau Ochs, Inhalt machen wir gleich. Schauen wir uns erstmal dieses Prachtwerk an. Sehr gern. Das sind die beiden Bände und das Innenleben. Ja, gerade bei diesem Innenleben, da muss man ja sagen, also da habe ich mich dann gefragt, ist das so, wo man beim Verlagschef sehr, sehr lange Klingen putzen muss, dass der sagt, gut, das finanzieren wir noch mit. Wie war das bei diesem Buch? Nee, das war eigentlich kein Problem. Also, dass das eine schöne Ausstattung werden soll, war eigentlich von Anfang an klar. Also Fadenheftung, Leinenbände, Goldprägung und dass die Kassette jetzt wirklich so schön geworden ist, gut, das braucht ein paar Anläufe, aber das ist oft so bei Entwürfen. Okay. Was wirklich an diesem Buch eher schon ein Anlauf war, ein Kampf, wenn man so will, war das vorher. Also das ist ja ein sehr, sehr aufwendiges Projekt. Da musste die Auswahl getroffen werden. Der Kommentar war wahnsinnig aufwendig und ist auch sehr, sehr gut gelungen. Und es haben drei Übersetzer mitgearbeitet, was die Sache ja auch nicht einfacher macht. Mhm. Und diese wunderbare Ausstattung war dann eigentlich das Tüpfelchen noch auf dem I. Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, Auswahl, weil es heißt ja, dass Proust 100.000 Briefe geschrieben haben soll. Keine Ahnung, ob das stimmt. Wie viele sind denn da wenigstens drin? Also da sind an die 600 Briefe drin, 572 genau gesagt. Also Briefe nur von Proust, das ist jetzt kein Briefwechsel, sondern nur Proust-Briefe. Und in der Tat sind das möglicherweise nicht mal 1% der Briefe, die er geschrieben hat. Da muss man aber bedenken, dass Briefe für Proust wirklich was Besonderes waren für ihn, im Grunde genommen das Kommunikationsmedium. Denn einen Großteil seines vor allen Dingen späteren Lebens verbrachte er ja krankheitshalber im Bett. Mhm. Er hatte sehr unorthodoxe Zeiten, zu denen er überhaupt wach war, sodass er zum Beispiel mit seiner Mutter, mit der er in derselben Wohnung wohnte, auch korrespondierte, weil die sich sonst gar nicht getroffen haben. Und wichtig ist auch zu wissen, also Proust schrieb keine Kunstbriefe, wie so manche seiner Schriftstellerkollegen, die schon mit einem Auge sozusagen auf die Nachwelt schielen und die Briefausgabe, die da möglicherweise mal erscheint, sondern das war halt für ihn ein Medium eher für Erkundigungen, auch für den Kontakt mit Freunden, für alles möglich. Und nach was haben Sie da ausgewählt? Also die Auswahl habe ja nicht ich gemacht, sondern der Herausgeber, und der wollte vor allen Dingen eine große Bandbreite an Themen und Briefempfängern und damit natürlich auch Facetten von Prousts Persönlichkeit. Was erfahren wir denn durch diese Briefe? Viel Privates oder vielleicht auch ein bisschen was aus dem Arbeitsleben? Kommen wir dem Mann näher? Beides. Also Privates erfährt man natürlich sehr viel durch die unterschiedlichen Briefempfänger. Mhm. Und man erfährt aber auch sehr viel über die Entstehung der Recherche, also der Suche nach der verlorenen Zeit, seinem Hauptwerk. Angefangen mit einzelnen Motiven, die Proust sozusagen an verschiedenen Briefempfängern ausprobiert, bevor er sie dann später ins Werk übernimmt, über Titel, Diskussionen. Und dann später natürlich der Austausch mit seinem Verleger Gallimard und seinem Lektor Jacques Rivière, denn die zwiebelt er ganz schön mit ganz bestimmten Vorstellungen zu Schriftgrößen, Umfängen und so weiter. Also da gibt es einiges zu lesen. Diese berühmten Paproll, die Proust an die Druckfahnen anheftete, sind ja legendär geworden. Mhm. Abschließende Frage, ganz, ganz am Anfang. Also der hat das erste Brief, der da drin ist, müsste geschrieben worden sein. Da war er 8. Was steht da drin? Ja, das ist ein Brief an den Großvater, so eine ganz witzige Epistel. Für die nächste Veröffentlichung, da verlassen wir so ein bisschen das Gebiet der Briefe und begeben uns zu der kleinen frechen Schwester der Briefe, und zwar der Postkarte. Freue ich mich sehr drauf. Jurek Becker, am Strand von Bochum ist allerhand los, ist nämlich eine Postkartensammlung, eine wunderschöne. Und ich spreche jetzt in den nächsten Minuten mit der Herausgeberin, mit Christine Becker. Wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Frau Becker, an die 1000 Postkarten, ganz viele an Sie, an die 400, glaube ich. Wie sind Sie da vorgegangen? Wie haben Sie diese Postkarten rausgesucht?
die jetzt hier in diesem Buch erschienen sind? Die besten. Ja, aber was war das Beste? Es wurden verschiedene Kriterien dabei angelegt. Zum einen musste die Karte in der Tat für sich alleine stehen können. Die sollte einen gewissen Unterhaltungswert haben, einfach nur so isoliert. Es kamen aber auch dann Karten in Frage, die, also unterhaltsam sind sie irgendwie alle. Aber man musste sich ja dann auf irgendwas einigen. Bei 1000 muss man reduzieren. Und das war durchaus auch ein Faktor, wenn der Autor unabsichtlich ein bisschen was über sich verraten hat. Der gab ja nicht gerne Auskunft über sich. Und wenn, dann war das manchmal ein bisschen verborgen. Und wenn da also eine Information drin steckte, über die man irgendwas über den Autor erfahren konnte, dann war das auch ein Aufnahmekriterium. Dann konnte man sagen, das lohnt sich. Wie ist es denn mit den Anreden? Weil teilweise werden Sie ja da angeredet mit, ich muss es leider mal kurz erwähnen, du süße Blutwurst, du alte Brummfiedel. Welche Anreden erleben wir nicht? Wo haben Sie die Zensur angesetzt und gesagt hat, nee, das möchte ich, das ist niemand? Das ist eine sehr gute Frage. Das war eine der härtesten Übungen, denn ich liebe diese Anreden überhaupt nicht. Okay. Nein, es ist in den Kritiken stand zärtlich und wie zärtlich er seine Frau anredet. Ich fand das schon damals nicht witzig. Mhm. Und als ich das jetzt herausgegeben habe, bin ich über viele gestolpert. Die fand ich geradezu beleidigend. Ich habe mich gefragt im Nachhinein, wollte der mich eigentlich auch ein bisschen ärgern? Und ja, ein paar hatte ich eigentlich aussortiert. Zum Beispiel, du alter Ziegenkäse. Oh. Nein. Und dann habe ich aber meine Eitelkeit überwunden. Die Karte war so gut. Okay. Sie kam wieder rein. Was waren denn diese Postkarten für Jörg Becker? Die waren, ich würde mal sagen, es hat schon angefangen wie die banale Postkarte. Hallo, ich bin gut angekommen, es geht mir gut. Das war Essen ist gut. Bevor man telefonieren konnte von deiner ersten USA-Reise, hat er definitiv auch kleine Informationen reingepackt, aber ungern. Hm. Da war auch immer schon so ein kleiner Entertainment-Faktor drin. Die sollten unbedingt lachen, die das bekamen. Und dann hat er aber ganz schnell, ist er von diesen Informationen weg zur reinen Unterhaltung, wo es eigentlich nur noch darum ging, demjenigen, der diese Karte kriegte, der sozusagen ausgezeichnet wurde mit einer Postkarte, dem zu sagen, ich habe an dich gedacht, merkst du es? Ich bin weit weg, aber ich denke an dich, du bist mir ins Herz gewachsen, du fehlst mir und ich will dir jetzt mal eine Minute lang irrsinnigen Spaß machen. Und haben Sie das Gefühl, dass er irgendwann schon gemerkt hat, okay, ich mache jetzt hier was mit einer neuen literarischen Form? Er hat es, glaube ich, entwickelt. Aber jetzt nicht unbedingt, weil er das als literarisches Genre schon gesehen hätte, so aus der Vogelperspektive, sondern eher, weil das das Genre war, was ihm am meisten Spaß machte. Okay. Und damit sind wir auch schon bei dem zweiten Teil meiner Antwort. Was sollte denn das Ganze? Es sollte nämlich nicht nur den Empfänger unterhalten, sondern eher der Autor selber hat sich dabei bestens unterhalten. Das war ihm eben auch eine schöne Schreibübung. Es hat ihm einfach wahnsinnigen Spaß gemacht. Er hat ja auch zunehmend, das sieht man im Buch, zunehmend gar nicht mehr von unterwegs geschrieben, sondern vom heimischen Schreibtisch aus. Mhm. Das heißt, da hat er sich selber unterhalten und er hat das dann auch mehr und mehr betrachtet, wie alle seine anderen literarischen Formen, wie ein Essay oder ein Vortrag oder was auch immer. Er schrieb das im Konzept und das wurde dann wieder abgeschrieben und dann ins Original übertragen. Das war schon Literatur für ihn, aber eine Sorte, die ihm selbst besonders Spaß gemacht hat. Und die Karten im Buch sind teilweise wunderschön. Die Abbildung. Oder? Ja, die Bilder. Da hat er sich mächtig Mühe gegeben. Also das ging mir unsäglich auf die Nerven, denn da stand er natürlich stundenlang vor diesen Kartenaufstellern, hat die gedreht und gewühlt und die letzte Reihe noch, während ich einen Sonnenbrand kriegte. Immer nur im Urlaub oder überall? Und am Anfang war es im Urlaub, dann habe ich das nicht mehr geduldet, dann ist er oft mit Tütchen vollgepackt losgereist. Dann kriegte irgendjemand von der anderen Ende des Globus, bekam eine Karte, wo drauf stand, haltet den Dieb. Also völlig absurd. Toll. Ja, und so intim die Postkarten gerade waren, so gewaltig kommt die nächste Briefsammlung auf uns zu. Samuel Beckett, die Briefe, unterteilt in 4 Bänden, insgesamt so circa 3600 Seiten. Ich habe jetzt nicht ganz genau nachgezählt. Also man kann schon sagen, ein fast übermächtiges Werk. Übersetzt wurde es von Chris Hirte. Herr Hirte, wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Was macht genau diese Briefe so besonders? Ja, das ist eine Lebensfrage für mich, weil ich 8 Jahre damit beschäftigt habe und erst in diesen 8 Jahren eine Beziehung zu Beckett aufgebaut habe. Das ist also für mich auch frisch gewesen und war mir auch wichtig, dass ich frisch reingehe, nicht als Beckett-Gelehrter, der schon alles weiß und die falschen Antworten am Ende hat, sondern ich brauche es aus dem Erleben, bin da reingegangen und habe das 8 Jahre durchlebt.
Das war die Krönung meines Berufslebens, kann ich sagen, ganz unbescheiden. Und ja, die stehen nun alle da. Und man kann bei diesem wuchtigen Werk sich nicht auf eine spezielle Sache kaprizieren. Es ist eben die Begleitung eines Autors und eines Lebenswerks über 60 Jahre. Das kriegt man nicht geschenkt, das erarbeitet man sich und man ist am Ende dankbar und bereichert. Und das aber sagen Sie mal, was hat Sie am meisten überrascht bei Beckett, wenn Sie da relativ unvoreingenommen rangegangen sind? Ja, es geht mir wie fast allen. Ich hatte Angst vor Beckett, er war mir zu schwierig. Ja. Er ist nicht unbedingt Unterhaltungsliteratur, man muss arbeiten, um da reinzugehen. Und damit war ich konfrontiert bei der Übersetzung. Das heißt, ich musste erst die Beziehung zu diesem Autor und zu diesem Stil, den er entwickelt im Laufe seines Lebens, musste ich auch erst in mir selbst entwickeln, musste ich aufbauen und erlernen und ich musste lernen, ihn zu verstehen, damit umzugehen und das gleichzeitig auch auf Deutsch irgendwie so in eine Form zu bringen, dass der Beckett dann sichtbar wird auf Deutsch. Das ist und nicht irgendwie ein deutsches Produkt. Ja. Es muss echt sein. Das ist der Ehrgeiz. Im Vorgespräch haben Sie gesagt, alle anderthalb Jahre kam so ein neuer Klotz, den Sie dann zu übersetzen hatten. Wie würden Sie denn vorschlagen, sollte man diese Briefe lesen? Ist da Chronologie Pflicht? Pflicht überhaupt nicht, aber es empfiehlt sich, weil Beckett im Lauf seines Lebens als junger Spund, bis er alt und zerfurcht, am Ende im vierten Band erscheint. Was man so toll sieht bei den Bildern. Da steckt also eine Lebenserfahrung drin, ein Lebenswerk, das er sich selbst auch erarbeitet hat. Und das kann man in diesen Briefen verfolgen. Und das Tolle für mich war, dass plötzlich nicht nur eine Biografie entsteht, die kann man auch lesen bei James Nolson, die dicke Biografie. Aber das ist eben mehr als eine Biografie, weil es von ihm selbst kommt. Aus seinem ganzen Erfahrungsumfeld heraus gefiltert schreibt er seine Briefe. Und dabei entsteht außerdem noch nicht nur sein Leben, sondern es ist ein Begleittext zu dem wachsenden Werk und dem sich entfaltenden Werk. Sein ganzes Werk erkennt man plötzlich als ein Lernprozess für ihn selbst, an dem er sein ganzes Leben gearbeitet hat. Und das Echo davon und die Anläufe dazu findet man in den Briefen. Und plötzlich merkt man, dass diese ganzen Texte, die man zum Teil kennt, zum Teil flüchtig kennt, zum Teil gar nicht kennt, weil man sie vielleicht nicht versteht oder nicht verstehen will, besonders die späten Sachen, man merkt, wie das alles zusammenhängt, wie eins aus dem anderen hervorwächst, das nächste anbahnt und das Vorangegangene erklärt und dass plötzlich ein großer Zusammenhang entsteht, in den man selbst als Leser hineingesaugt wird. Das heißt, man begleitet Beckett auf seiner, es ist eigentlich eine Reise ins eigene Ich, die immer tiefer geht und immer mehr, aber der Menschheit sich sozusagen nähert, nicht entfernt, wie man denkt. Ein Mensch vergräbt sich in sich selbst und er ist weg. Nein, er kommt wieder raus und er kommt als sozusagen als Idee eines Menschen, der ganz für sich rein ist, unbeeinflusst von allen möglichen Faktoren, manipulativen Faktoren. Er sucht immer das reine Ich, was nicht verfälscht ist. Und wenn er das geschafft hat, landet er an einem Punkt, wo man als fremder Leser plötzlich einklingt und sagt, das bin ich. Diese unglaubliche Erfahrung kann man da machen. Man muss sich nur die Mühe machen. Das ist die Schwierigkeit. Man macht das wahrscheinlich nicht freiwillig. Ich brauchte einen Auftrag, übersetze das. Und dann habe ich angefangen. Es war eine tolle Erfahrung und die möchte ich nicht missen und ich kann es nur jedem wünschen. Ich kann dem Verlag nur danken, dass er mir diese tolle Arbeit zugetraut hat und ich hoffe, andere können daran teilnehmen, wenn sie das lesen und ähnliche Erfahrungen machen. Ja, und damit kommen wir hier beim Suhrkamp Espresso auch schon zu unserem traditionellen Seitensprung. Also ein Buch zum Thema, in diesem Fall Briefwechsel, allerdings nicht von Suhrkamp, sondern aus einem Fremdverlag. Frau Ochs, was haben Sie uns mitgebracht? Ja, ich habe Folgendes mitgebracht. Theodor Fontane ist ja einer der ganz großen Briefschreiber des 19. Jahrhunderts und auch seine Frau Emilie war eine begabte Briefschreiberin, wie er ihr gerne auch etwas gönnerhaft attestiert. Allerdings kritisiert er auch schon mal gerne die Länge
ihrer Briefe oder beschwert sich über etwas Dahingeflutertes. Mhm. Also dieses Ehepaar war ein plaudrig Ehepaar, wie es einmal in Fontanes Roman Grete Minde heißt. Die standen im beständigen brieflichen Austausch, auch durch seine vielen Reisen, über Familie, Freunde, Gesellschaft, Kunst, Politik und vor allen Dingen auch über ihre eigene Beziehung, die sie ohne Sentimentalität, aber immer sehr liebevoll reflektieren. Im Aufbau Verlag ist jetzt diese Auswahlausgabe erschienen mit Briefen von Theodor Fontane und Emilie Fontane und kurzen biografischen Einführungen. Das macht Spaß zu lesen, das ist unterhaltsam. Da erfährt man sehr viel über eine prekäre Schriftstellerexistenz und ein Leben mit vier Kindern zur damaligen Zeit. Und das kann ich nur empfehlen. Ja, vielen Dank für die Empfehlung. Und das war's auch schon wieder von unserem Suhrkamp Espresso. Nächstes Mal sind Sie hoffentlich wieder dabei. Wir empfehlen uns. Tschüss.